So, und damit herzlich willkommen zu The Escaper, einem kleinen Escape Room Spiel, was wir heute einfach mal antesten werden. Und ihr könnt mir an der Stelle auch gerne schon mal einen Kommentar da lassen, beziehungsweise, wenn ihr das Video geschaut habt, einen Kommentar da lassen dazu, ob ihr mehr hiervon sehen möchtet. Denn dann können wir natürlich gerne mal öfters ein Escape Room machen. An der Stelle aber auch schon mal vorausgesagt, ich bin nicht unbedingt gut in irgendwelchen Escape Rooms und ich mache nicht oft welche. Das heißt, erwartet nicht allzu viel, aber wir werden trotzdem unser Bestes geben. Und deswegen beginnen wir auch einfach mal mit der, okay, am meisten obvious Sache, nämlich einfach nur einem Kissen. Zugegebenermaßen, das hat das Tutorial auch schon gezeigt, dass hinter dem Kissen da etwas ist. Das wusste ich also schon. Insofern, ja, das kriegt man gerade noch so hin. Was haben wir denn hier? Okay, all minor piano chords, check the white keys only. Okay, das ist nicht gerade sehr hilfreich. Da ist nichts. Das ist auch zu. Das ist offen. Und da ist noch was. Ja gut, ne? Was machen wir jetzt? Okay, hier haben wir einen Stuhl. Und der sieht nicht mehr so ganz neu aus. So, hier haben wir noch eine Lampe. Von der aus geht, Sekunde, das hier nervt mich einfach mal. Die müssen wir mal zumachen. Und die hier. Und da geht ein Kabel runter. Zu der Vase. Okay. Oh. Ja gut, da ist keine Lampe drin. Also, beziehungsweise keine Birne drin. Gut, ne? Das muss mich dann nicht so sehr wundern. Okay, hier können wir nirgends. Sekunde, die hier sieht anders aus. Okay, das macht Sinn. Nein. Ja, das schon eher. So, was haben wir hier? Also, ihr könnt mir jetzt erzählen, was ihr wollt, aber das sieht aus wie Kokain. Aber sowas von. Das sieht niemals aus, als hätte da jemand was in den Tisch geritzt oder so. Ja, lassen wir das einfach mal so im Raum stehen. Okay, das ist auch leider zu. Das hier sieht aus wie ein Schieberätsel. Sonst habe ich leider aber auch nicht wirklich einen Plan. Hier weiß ich jetzt aber auch nicht so wirklich weiter. Oh, das fällt mir jetzt erst auf. Das hier sieht aus wie eine Uhr. Ich würde sagen, stellen wir mal die Zeit ein. Wo haben wir denn? Okay. Nein. Ich will den anderen Zeiger. Danke. Schade, ich habe gedacht, das wäre es gewesen, aber das ist die richtige Uhrzeit. Ich kann auch nochmal irgendwie hier 5 Minuten weiterstellen. Weil ich kann hier auch nichts bewegen. Und hier kann ich nichts bewirken. Wir müssen da unten ran. Weil ich weiß halt nicht wie. Irgendwas muss es hier überall unter dem. Oh!
Okay, hat das schon gereicht? Ein Schlüssel. Ist hier auch zufälligerweise was unter dem Tisch? Nee, auf der Seite anscheinend nicht. Ich muss aufmerksamer sein, was das angeht. Es gibt anscheinend doch öfters auch Sachen, die irgendwo drunter sind. Aber hier war kein Schlüssel gebraucht, sondern da drüben. Okay, was ist das? Okay, und was wollen wir damit anfangen? Oh, Sekunde. Brauchen wir das vielleicht, um irgendwie das da drauf zu kriegen? Ah, ha. 5637. Das sieht doch schon interessant aus. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wo wir die 5637 eingeben müssen. Ich meine, hier, ja klar, aber wir brauchen halt eine Münze. Und eine Münze haben wir keine. Ich habe auch nirgendwo eine gesehen. Das Teil hier hat irgendwas mit der Schublade oben bestimmt zu tun. Da bin ich mir so sicher. Aber die Sache ist, wo hier in dem Raum könnte sonst noch irgendwas sein? Da hinten kommen wir nirgends hin. Können wir irgendwie hinter die Couch schauen? Nee, nicht wirklich. 5637 kann es hier nicht sein, oder? Obwohl, nee, da können wir keine Reihenfolge in dem Sinne machen. Obwohl, vielleicht muss man die Bücher in der richtigen Reihenfolge alle. Also 5, 6, 3, 7. Schade. Es war ein Versuch wert. Es hat sich aber nichts getan, oder? Ja, hier fehlt auch immer noch was. Okay, ich habe gedacht, das könnte ich vielleicht... Nee, nicht das, sondern das hier. Kann's ja mal probieren. Ja, okay, es war ein Versuch wert. Ja, da waren wir schon. Hier ist aber sonst wirklich nichts drin. Wir können es auch nicht irgendwie wegschieben. Okay. Ja, gut, ich wüsste nicht, was das aktiviert haben sollte. Falls wir da überhaupt was geschafft haben, aber bisher haben wir eigentlich immer einen Hinweis bekommen, wenn wir irgendwas richtig gemacht haben. Deswegen gehe ich einfach mal nicht davon aus. Irgendwas hat es mit den Dingern auf sich. Oder ist das hier vielleicht? 5, 2, 3, 4. 5, 2, 3, 6 meine ich, sorry. Das könnte natürlich auch sein. So, 5, 2, 3, 6. Jetzt bin ich halt mittlerweile komplett ratlos. Vielleicht das Gegenstück? An der Decke ist wohl nichts, oder? Also, klar, Licht, aber nichts zum Rätseln. Hier auf dem Boden auch nicht. Sekunde, haben wir schon beim Stuhl versucht irgendwo? Nee, wir können... Okay, wir können uns da nicht irgendwo weiterhin bewegen. Dann muss irgendwas bei diesen Bildern sein.
To find the calling you seek, you must take on a journey to the sea. Die Frage ist, was heißt das jetzt hier für uns? Heißt das, wir müssen hier irgendwo was im Meer finden oder sowas? Ich meine, ich weiß, it seems that something is missing. Aber es scheint hier nicht richtig zu sein, was ich hier mache. Und ich gehe nicht davon aus, dass man es irgendwo ganz bestimmt drauf ziehen muss. Das wäre ja schon ein bisschen komisch. Damit scheint auch nichts gemeint zu sein. Sekunde, das hier... Also von der Entfernung der Abdrücke her ist das fast so weit wie die Abdrücke... wenn der Stuhl da drauf stehen würde, auch wenn es ziemlich sicher nicht der Stuhl da war. Ich meine ja nur. Wir machen jetzt nochmal das mit der Uhr. Sekunde. Wir haben hier das. Das zeigt ungefähr auf 1.45 Uhr. Das hatten wir eben doch auch eingestellt. Hä? Hier muss doch irgendwo... Wir müssen doch irgendwas machen. Irgendwas müssen wir hier machen. Könnt mir nicht erzählen, dass ich hier nichts zu tun habe. Da muss aber irgendwas hier sein. Irgendwas... Irgendwas? Oh. Das war jetzt tatsächlich ziemlich random. was? Ein Grammophon. Sekunde. Was Großes, Schweres. Hat das gerade einfach seine Farbe geändert von diesem, ja, nach Leder aussehenden zu jetzt diesem... dieser Holztextur. Ich weiß, dass da noch eine Schallplatte fehlt, aber... Hä? Ist hier irgendwas drauf? Oh! Oh! Eins. Und das andere. Ah, wir können die drehen. Ja. Jetzt wird's interessant. Ich vermute mal, dass die genauso angeordnet sein müssen wie das auf diesem Teil da. Sprich, wir bräuchten, wenn wir es dreidimensional einfach drehen wollen, bräuchten wir hier vorne die 3 und die 6. So. Und hinten dann die 5 und die 2. Oh, was haben wir hier? Ein Dolch. Oder ein Brieföffner. Knapp. Okay. Wofür brauchen wir einen Brieföffner? Wozu brauchen wir einen Brieföffner? Doch kein Brief. Sollen wir hier irgendwas aufschlitzen? Da können wir doch auch nicht irgendwie das Schloss, nee. Oh. Das macht man aber nicht mit so einem schönen alten Stuhl. Aber für die Ausnahmen, für die Ausnahmesituation machen wir das jetzt einfach mal. Sekunde, was war der Code? 5637.
Aber sag mir bitte, dass wir nicht in die richtige Richtung drehen müssen jeweils. Okay. Okay, ein Vergrößerungsglas. In unserem Fall. Was wollen wir mit dem Teil anstellen? Ah. Können wir das jetzt auch in... Nee. Immer noch nur in die Richtung drehen. Wir können... Ah doch, jetzt können wir den Globus auch so drehen. Okay. Okay. Das war tatsächlich die Lösung. Krieg's auf. So, rot. Rot, rot. Das war hier. Okay. Was ist das denn? Need to send it for repair. Some keys are broken. Da brauchen wir auch noch etwas. Und hier haben wir die Schallplatte. Ich habe nur leider keine Ahnung, ob die auch was spielen wird. Aber wir werden es einfach ausprobieren. Was anderes bleibt uns ja sowieso hier meistens nicht übrig. Something is missing. Haben wir da auch keinen Strom? Need to send it to repair. Some keys are broken. Oh, da standen doch irgendwelche. Waren das A, G, M und S? Also, wie ich das jetzt noch weiß. Als ob ich das jetzt noch weiß. Oder hatten wir sonst noch irgendwo was? D und M. Ach, jetzt macht das aber mit den Büchern Sinn. Klar, das waren die 2, 4 und 6. Oh Gott. Das hätte ich ja checken können. Okay, wir haben es durch Zufall geschafft an der Stelle. Bei den Büchern eben. Irgendwas muss ich übersehen haben. Ach so, wir können das einfach ausprobieren und der zeigt uns das an. Dann probieren wir die einfach durch. Oh. Sekunde, wir müssen es uns merken wahrscheinlich. W... O, L, F, Wolf. Ah, irgendeine spezifische Reihenfolge? Oder sind das die hier? F, L, O, oh, Flow. Okay, eine Statue. Die hat so, eine sechseckige Basis. Die kommt dann wahrscheinlich hier hin. Das macht Sinn. Und wir können die drehen.
Nein! Okay. Nein! Warum konnte ich diesmal nur so kurz drehen? Woher hätte ich das wissen sollen? Oh Gott! Okay, das ist das Stück, was hier unten drin ist. Ist es doch ein Schieberätsel. Natürlich ist es ein Schieberätsel. Warum denn auch was anderes? Schön. Was ist hier noch irgendwie so angeordnet? Wait. Wir schauen uns mal die Bilderrahmen genauer an. Also das ist so ein verschnörkeltes Blatt, würde ich es jetzt mal nennen. Und das sieht genauso aus wie die hier. Ja, das ist doch kein Zufall. Oder waren da die Entwickler nur faul? Das wird heißen, du kommst da drauf. Ich weiß nicht, das hier oder das hier? Ja, ich glaube eher das hier. So, du musst noch ein gutes Stück nach oben. Ach du Scheiße. Was lassen die sich denn alles einfallen? Holy shit. Okay. Das hier ist das. Ist das eine 6 oder ist das eine 9? Okay, ich glaube, damit ist das gelöst. 9er gibt's hier nicht. Schön, okay, also war es schon mal nicht. Nicht das hier. Das hat irgendwas damit zu tun. Ich glaube, die 6 ist ein Hinweis schon mal da drauf. Entweder ist das gemeint, weil diese 6 hier drauf ist und das hier das Maximum ist, oder weil es hier schon 6 Schmetterlinge sind und hier 6 Zahlenfelder. Ich vermute aber nicht, dass 1, 2, 3, 4, 5, 6 unser Problem löst. Das wäre unüblich. Schade. Was haben wir sonst? Wie lange gibt uns das Spiel eigentlich noch Zeit? 13 Minuten? Okay, schön. Fangen wir vielleicht mal mit der 6 an. Vielleicht nach der Größe? Keine Ahnung. Der hier ist größer als der, würde ich sagen, oder? Ja. Also. Obwohl, das wird keinen Sinn machen. Wenn es um die Position geht, dann wäre das hier... Ja, das stimmt. Dann wäre das nicht die Nummer 6 natürlich, sondern... Dann wäre das die Nummer 2 und das hier wäre die Nummer 6. Aber warum ist dann die 6? Okay... 2, 6, 1. Fünf, drei, vier. Okay, das war schon mal nicht erfolgreich. Dann andersrum. Das heißt.
4, 3, 5, 1, 6, 2. 4, 3, 5, 1, 6, 2. Ich probiere mir das zu merken. Ich hoffe, ich schaff's. Oder? Vom kleinsten zum größten. 4, 3, 5, 1, 6, 2. Das war doch nicht falsch. 4, 6, 2, 1, 3, 5. Ja gut, stimmt, dann hätte ich auch falsch rum. Oh. A Winding Key. Sekunde. Ich kann den nicht richtig drehen. Ah. Der ist mir. Ein Mist. Irgendwo noch ein Schloss. Wie lange haben wir noch? 8 Minuten. Puh, nicht in Panik geraten. 8 Minuten sind mehr als genug und hier unten war ein Schloss. Ganz am Anfang noch gesagt und nicht getan. Was ist das hier? Oh, stimmt. Das Grammophon haben wir ja immer noch nicht genutzt bisher. Können wir es jetzt anschalten? Friday we reached the port late in the afternoon. I went to Three Brothers Inn to get a drink and returned back to the ship. Tuesday, storm clouds began to gather on the horizon. I increased the speed to 7 knots. Jetzt sag mir nicht, dass da jetzt irgendwie auf uns... Sekunde, was? Wednesday I was awakened by a... Wir müssen nicht ernsthaft jetzt irgendeine gewisse Nummer da. Oh Gott. Haben wir auch irgendwo... Montag. Montag ist die 8. 8, 8, 8, 8, 8. Dienstag, 7. Mittwoch ist die 2. Nein, das war wieder Montag. Donnerstag ist die 4, also 8, 7, 2, 4 haben wir schon mal. Aber da war doch noch irgendwo was. Freitag hier. 8, 7, 4. 2, 4. Wo war ich nochmal? Muss ich hier oder hier hin? Hier? Oh. Eine Münze. Gut, die haben wir. Wir haben noch 4,5 Minuten. Knapp. Müssen wir vielleicht die gleiche Nummer da? Ja, das ist ein bisschen sehr hektisch. Würde ich mal sagen. Hallo? Nein! Das ist die 8. 8. 7. 2. 2. Na, du sollst die 2. 4. 3. Okay, Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Ernsthaft? Eins dreiundzwanzig. Das Teil. Oh Gott, als ob wir damit jetzt das Teil aufschrauben können.
Puh. Ich gehe da rein. Tschüss. Schön, dass wir für den ersten Raum nicht lang gebraucht haben. Ach du Scheiße. Da wären wir in Raum 2. Ich weiß nicht, ob wir den machen sollen. Aber schreibt es mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr wollt, dass wir auch nochmal so ein Escape Room hier lösen. Ich bin nicht besonders gut da drin, aber das liegt zum Großteil auch daran, dass ich das nicht gerade irgendwie regulär mache. Und auch sonst nicht so viele Rätselspiele spiele. Das heißt, ich habe da nicht so viel Erfahrung mit. Aber wie gesagt, wenn ich mich da ein bisschen mehr reinhängen soll und wir das ein bisschen öfters ausprobieren sollen, kann ich gerne machen. Ich schneide es dann ähnlich wie hier auch nochmal zusammen, damit das Ganze nicht so ewig lange dauert. Denn ihr habt es ja eben gemerkt, wir hatten am Ende noch 1 Minute 23 übrig. Das heißt, wir haben effektiv es geschafft, von diesen 60 Minuten im Grunde die ganze Zeit zu verbrauchen. Und das, obwohl das das erste Level war und auch auf normal. Also warten wir mal ab, wie das in Zukunft vielleicht noch werden wird. Aber wie gesagt, lasst mir gerne einen Kommentar dazu da, ob ihr mehr davon wollt. Sonst wird es in nächster Zeit natürlich auch öfters mal wieder ein paar Spiele zum Antesten geben, beziehungsweise ein paar Let's Shows geben. Dann würde ich sagen, bis dann. Lasst mir doch gerne noch ein Abo da, wenn es euch hier gefallen hat heute. Auch gerne ein Like. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!